Hallo ihr Lieben, jetzt sind wir da, endlich in Oberhausen im Zentro bei House of Magic. Und da geht es natürlich hoch. Also aufwärts, machen wir uns mal rauf und gucken uns das an. Kommt schon! Wir sind da! Jetzt geht es rein. Wir sind gespannt und was uns jetzt hier erwartet. Ich freue mich total, weil ich mag die Ehrlich Brothers, ganz ehrlich. Micha natürlich auch, den seht ihr auch gleich noch. Und jetzt einfach reingehen und genießen. Hammer! Los! Jetzt trennt uns nur noch eine Tür und die ist zwar dort. Ja, wie ihr seht, wir sind mittlerweile im House of Magic. Wir haben den Security-Check gemacht, haben uns das okay geholt, dass wir hier auch filmen dürfen und euch das zeigen dürfen. Und ja, vielleicht so kleine Info vorab. Es geht hier in einzelnen kleinen Slots rein. Das heißt, da drüben, die Leute filme ich jetzt gerade nicht, da sitzen ein paar. Und immer wenn eine Gruppe fertig ist, geht's hier rein. Also, wir gehen jetzt auch da rein. Gleich betretet ihr hier das House of Magic. Aber es wäre ja kein magisches Haus, wenn man einfach so durch den Haupteingang rein spazieren könnte. Genau, deswegen machen wir das anders. Um reinzukommen, müsst ihr den Hinterhof durch die Wand schmelzen. Ja. Ihr schafft das. Schwebende Schuhe. Aber ganz ehrlich, mir wird schlecht. Self heißt der Song. Believe in yourself. Believe in yourself. With every fiber of your being. Believe in yourself. Ich habe noch eine magische Tür entdeckt. Guck mal mit. Das werden wir wahrscheinlich erst zu Hause sehen, im Video. Weil hier im Moment, ich sehe hier keinen Effekt. Hier steht doch kein Effekt, Schatz. Nee. Das ist aber Deko. Das ist Deko, aber ein sauberer Teppich. Aber der Zauber ist kaputt hier. Oder du kannst das nicht. Du kannst nicht zaubern, nicht mal hier. Der ist kaputt. Ja, ja. Ich bin groß. Da gab es ein Lied von Peter Maffay. Ich bin groß und du bist klein. Ach ja, komm jetzt! Dann geht's jetzt los. Schau genau hin. Du hast dir jetzt eine Karte gemerkt. Behalt sie gut in deinem Kopf, denn ob du es glaubst oder nicht, ich weiß genau, an welche Karte du denkst. Das ist cool, ne? Hammer!
Achso, du möchtest natürlich einen Beweis haben, dass ich das wirklich weiß. Klar, kein Problem. Hier, du siehst den Hebel da? Den da an der Kartenschachtel? Also, wenn der blinkt, dann ziehst du dran. Okay, und dann achte mal drauf, was oben aus der Kartenschachtel rauskommt. So, jetzt musst du da mal oben gucken. Theoretisch müsste jetzt bei mir, soll ich schon mal sagen, Karo Dame kommen. Fast. Oh Gott. Aber ist das mal nicht romantisch, Leute? Aber sowas von. Hat's gleich gemacht und dann kriegen wir eine neue Erinnerung. Yeah. Dann sagen die nämlich als Erinnerung, du musst hier nochmal rein. Herzlich willkommen in unserem Teleporter. EP 3000. Jetzt korrekte Teleportierhaltung einnehmen. Füße fest auf dem Boden. Arme überkreuzen und legt alle die Hände auf die Knie. Alle ready for teleportation? 3, 2, 1, go! Das war die Reise. Oh, ich sehe das Auto. Boah, ich sehe das kleine Auto. Ah. Hammer. Hammer. Das finde ich schön, dass die da noch mal so diese Sequenzen reinziehen, ne? Das ist schon ein Gerät, ne? So, Mädels. Jungs. Unser Fazit. Unser Fazit. Also, wir waren jetzt circa, ja, etwas über 2 Stunden da drin. Einiges erlebt. Einiges mitgemacht. Alles Magic. Ich habe versucht, sie wegzuzaubern, hat nicht funktioniert. Tja, nun mal. Ja? Ne? So ein paar Sachen konntet ihr ja sehen. Ich denke, für den Preis ist das auch in Ordnung. Ne? Ja. Ja, man kann jetzt drüber streiten, ob es zu viel ist oder zu wenig. Preise findet ihr ja auf houseofmagic.de. Ich denke aber, es ist in Ordnung. In anderen Shows habe ich schon mehr bezahlt und weniger für bekommen. Ansonsten, also beeindruckend, super. Also es gibt Dinge, die ihr auch so selber ausprobieren könnt. Die Werkstatt, richtig liebevoll. Ja, Fazit halt. Ne? Ja, ne? Also alles so richtig irgendwie so liebevoll gemacht. Ich hatte solche Augen. Ja. Hatte ich. Und besonders hat es mir angetan, der Teleporter. Ja, zum der Schluss. Teleporter war schön. Also der hat mich echt fasziniert. Also das war... Hat nicht so viel. Ja. Ich habe mir dann auch einen... Ich konnte nicht einfach... Natürlich, ich, Geld ausgeben. Natürlich, also... Magic, mein Geld war weg. Ich habe mir dann das geile T-Shirt geholt. Ich finde das irgendwie richtig schön. Weiß nicht, wie ihr es findet, aber ich finde es toll. Das musste es mit. Und wir haben am Anfang ja solche Chips gekriegt. Also Micha und ich. Da verraten wir aber nicht, was es dafür gibt. Nö. Das lasst euch überraschen. Das ist eine Überraschung. So, in diesem Sinne, wir gehen jetzt ein Happen was essen und ich habe Durst. Das habe ich auch. Sollen wir Riesenrad fahren? Nee. House of Magic. In Oberhausen, im Zentrum, solltet ihr euch anschauen. Und jetzt Hunger. Tschüss. Hammer. Hammer.